Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, wer auch immer jetzt zuhört, jetzt oder auch später. Und ich freue mich, über dieses Thema sprechen zu können, weil es mir selbst ein tiefes Anliegen ist und ich übe das selbst auch immer wieder. Und das Thema heute ist, wie mir die Kraft der Stille in alltäglichen Situationen hilft. Und das tut es auch in der Tat. Das begleitet mein Leben und gibt dem Ganzen Richtung, gibt dem Ganzen Ruhe. Und ich kann besser unterscheiden und ich kann auch besser entscheiden. Ja, vielleicht gucken wir uns erstmal an, was ist Stille für mich persönlich eigentlich? Vielleicht kann sich jeder, der jetzt gerade zuhört, sich die Frage stellen, was bedeutet Stille für mich? Und mir taucht jetzt gerade ein Bild auf. Wir sitzen in der U-Bahn oder im Zug und jeder sitzt ganz für sich. Es sind vielleicht gerade keine Gespräche da, aber heutzutage kann man fast sicher annehmen, dass fast jeder oder jeder Zweite, jeder Dritte ein Handy vor sich hat. Und das ist ja auch eine stille Kommunikation. Ich gucke mir was an oder tippe was ein. Und jeder ist ganz für sich. Aber ist das Stille? Oder in anderen Situationen, wo einiges um mich herum los ist und ich sage einfach nichts. Ich habe mich entschieden dafür zu schweigen. Aber bin ich deswegen auch innerlich still? Oder manchmal entschließen wir uns und denken, oh, ich muss mal raus an die frische Luft. Was definitiv sehr, sehr gut ist, das zu tun, was man wirklich auch empfehlen kann. Aber trotzdem kann es passieren, ich setze mich vielleicht dann auf eine Bank hin, zwischendrin, und plötzlich kommen sie alle wieder, die Gedanken. Also außen mag es still sein, aber innerlich noch lange nicht. Und darum dreht sich's heute, mal rauszufinden, wie komme ich an diese innere Ruhe ran, an diese innere Stille, die mir dann auch Kraft geben wird. Und da ist es vielleicht gut, sich erstmal bewusst zu werden, was habe ich eigentlich für Gedanken. Nehmen wir mal an, wir sitzen auf dieser Bank und haben äußerlich vielleicht die Ruhe, weil wir vielleicht in einer schönen Natur draußen sind. Oder auch, ich habe mehr Zeit für mich genommen und habe äußerlich die Ruhe. Aber dann kann ich mir zumindest schon mal Zeit nehmen, innerlich nur mal meine Gedanken zu beobachten. Weil meistens ist es überhaupt nicht bewusst. Ich glaube, ich bin jetzt nicht so gut in Zahlen, aber ich glaube, im Durchschnitt denkt der Mensch 36.000 Gedanken am Tag. Mehr, eher mehr. Und das sind schon ziemlich viele. Manchmal sind es vielleicht, ja, sehr viel mehr. Geht das nonstop. Und wenn man all die Gedanken aussprechen würde, wäre das ein konstantes da-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 da. Okay, also erstmal sich nur die Zeit nehmen, meine Gedanken überhaupt wahrzunehmen, dass da diese vielen Gedanken sind. Und dann kann ich auch schauen, welche Art von Gedanken das sind. Viele Gedanken richten sich auf andere,
was andere tun sollten oder was da nicht richtig ist oder so. Und da gibt uns ja der ganze Tag gibt uns ja viele, viele Momente und viele Situationen, worüber ich ganz viel nachdenken kann. Und oft habe ich auch oder haben viele Menschen auch ein bisschen Angst vor der Stille oder vor dieser Ruhe. Und wenn zum Beispiel da Zeit da ist, dann wird diese Zeit dann auch noch übergetüncht mit Musik, mit Fernsehen, dass man sich überhaupt nicht diese Zeit gönnt. Aber das lohnt sich sehr, das auszuhalten, seine eigenen Gedanken mal anzugucken. Weil wie will ich was ändern, wenn nicht erstmal in meinem Geist? Weil alles beginnt im Geist. Wenn ich ein Haus erbaue, beginnt es im Geist. Ich muss mir es erstmal vorstellen und muss das innerlich sortieren und so weiter. Bis etwas sich materialisiert, ist es erstmal im Geist erschaffen. Das heißt, wenn ich mein Leben, meinen Alltag positiv gestalten möchte, dann fängt es auch im Geist an. Einfach mal beobachten. Aber da habe ich noch keine Stille, aber zumindest mal die Zeit, mir die Gedanken anzuschauen. So, und dann kann ich mich fragen, nützen mir all diese Gedanken? Tun mir die wirklich gut? Und ein Moment oder eine gute Übung ist dann, sich mal bewusst einen Gedanken auszusuchen beziehungsweise ihn zu erschaffen, der mir gut tut. Und da sind wir schon auf dem Weg in die Stille. Zum Beispiel, ich denke, ich möchte jetzt nur Gedanken denken, die mir gut tun. Zum Beispiel. Und dann merke ich, andere Gedanken wollen auch kommen, aber ich nehme mir diesen Gedanken. Lass mich Gedanken denken, die mir gut tun. Und allein schon dieser Moment, so einen Gedanken zu haben, gibt schon etwas Raum um den Gedanken herum. Und dann kann ich vielleicht den nächsten Gedanken erschaffen. Und ich brauche ein bisschen Geduld oder auch Gelassenheit, die Gedanken, die dennoch dazwischen kommen, und das werden sie, auszuhalten oder einfach, die dürfen da sein. Weil wenn ich gegen etwas ankämpfe oder mit Druck und Zwang in die Stille kommen will, das geht auch nicht. Akzeptieren, aha, da sind die Gedanken alle da. Und dann ganz in Ruhe wieder, so jetzt wähle ich einen schönen, guten Gedanken aus. Und das ist, wie gesagt, schon sehr wertvoll und durchaus auch mal ein Stück weitergehen, einen Gedanken denken, der schon eine Qualität besitzt, wo ich hin möchte. Zum Beispiel, ich bin ein friedvolles Wesen. Meine wahre Natur ist Frieden. Das ist das, was ihr im Raja-Yoga immer wieder hören werdet, dass das einer der Grundgedanken ist. Und dazu gehört auch, dass man immer tiefer versteht, dass es wirklich meine wahre Natur ist. Das heißt, es ist dann nicht nur der Gedanke, sondern auch das Verständnis. Denn sonst passiert Folgendes. Ich denke, ich bin so friedvoll. Ich habe das ausprobiert früher, bevor ich Raja Yoga gemacht habe, habe ich schon angefangen zu verstehen, dass positive Gedanken gut sind. Sind sie definitiv. Und dann habe ich mir überall so Affirmationen hingehängt, am Schrank, innen, irgendwo, wo ich dann so aus Versehen dann da drauf stöße, ja, ich bin so friedvoll, ich bin liebevoll. Aber leider hat das nicht so lange vorgehalten, wenn dann irgendwas auf mich zukam. Irgendwas, es kann ganz was Banales sein, ein Anruf oder irgendetwas. Dann war es vorbei mit dem, ach, ich bin ja so friedvoll. Wenn zum Beispiel die Message
unangenehm war. Und dann bin ich eben bei Raja Yoga auf ein Geheimnis gestoßen, was sehr einfach ist, aber sehr, sehr wesentlich und sehr wichtig. Und zwar die Frage, na, wer denkt denn überhaupt? Wer erschafft denn die Gedanken? Ja, ich habe mich mit meinem Unterbewusstsein auch schon früher beschäftigt und wusste schon, dass da ganz viel auch gelagert ist an Erfahrungen, Eindrücken, Einstellungen und so weiter, Schlussfolgerungen. Das wusste ich schon, aber diese Klarheit, wer bin ich und wer ist es, wer denkt, das ist ziemlich wichtig. Einige, die machen schon länger Raja Yoga, die werden auch dabei sein. Manche sind vielleicht neu dazugekommen. Und Raja Yoga ist ja das Königs-Yoga. Und die erste Verbindung oder und Yoga heißt Verbindung und Raja heißt König. Und die erste Verbindung ist zum eigenen Selbst. Das heißt, ich lerne erstmal Meister oder König über mich selbst, über meine Gedanken zu sein. Das heißt, wer bin ich? Die Lebensenergie, die Seele, die diese Gedanken erschafft. Und das macht das Ganze sehr fokussiert, sehr klar. Und selbst wenn man das schon lange geübt hat, hört es nicht auf, das immer wieder sich klar zu machen. Ich bin der Meister meiner eigenen Gedanken. Weil ich hatte gerade vorhin auch eine Situation, wo ich ich wusste, ich halte jetzt diesen Vortrag, da habe ich das nochmal auch in mir so angeschaut und ich habe gemerkt, da tauchten Gefühle auf und die hängen mit Gedanken zusammen und ich könnte jetzt da voll da reingehen und dann würde es mir vielleicht nicht gut gehen. Keine gute Voraussetzung, über die Kraft der Stille zu sprechen. Also habe ich mir das angeguckt, dachte, okay, da sind die Gefühle. Aber ich kann sie durch die Kraft meiner Gedanken jederzeit verändern. Ich kann einfach anders denken. Und das hat mir dann auch sofort geholfen. Ich sage jetzt sofort, aber die Zeit der Beobachtung dauert schon ein bisschen. Aber dann in der Umsetzung war wirklicher Frieden eingekehrt. Gut, ich übe das natürlich immer wieder und das kann ich wirklich jedem auch empfehlen, ob er das zum ersten Mal heute hört oder schon viele Male gehört hat. Ich mache es genauso. Immer wieder die Seele, das bin ich. Ich bestimme die Richtung meiner Gedanken. Ich bin Meister über meine Gefühle und damit auch Meister über mein Leben. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Grundlage, um überhaupt irgendwas zu ändern. Weil dann kann ich ganz bewusst eben auch diese Gedanken auswählen, die mir gut tun und kann mich da reinbegeben. Und wenn ich dann zum Beispiel denke, ich bin friedvoll, dann füge ich jetzt nach dieser Erkenntnis, dass ich die Seele bin, hinzu, ich, die Seele, bin friedvoll. Das ist ein Unterschied. Und das merkt man in der Praxis, wenn man es immer wieder tut. Die Seele ist wie so ein kleines Lichtkraftpaket, die hinter der Stirn sitzt und von dort aus steuere ich alles in meinem Körper und steuere auch meine Gedanken. Und so ein erster Schritt, die Stille im Inneren zu erfahren, ist einen guten Gedanken oder ein paar gute Gedanken zu erschaffen. Und das wollen wir jetzt gleich mal zusammentun. Ich spreche jetzt diese Gedanken einfach mal laut aus, damit er
das nachvollziehen könnt und das einfach selbst nachdenkt und nachfühlt auch. Gefühle sind auch wichtig. Okay. Ich beobachte zunächst meine Gedanken. Meine Aufmerksamkeit geht jetzt nach innen. Auf meine innere Welt der Seele, die wie ein Lichtfeld ist, das ich selbst gestalte. Und auf diesem Lichtfeld erschaffe ich jetzt einen Gedanken des Friedens. Ich bin ein friedvolles Wesen und ich bestehe aus Licht und das Licht ist leicht. Und ich habe die Kraft, selbst meine Gedanken zu ändern. Ich habe die Kraft, selbst meine Gedanken zu ändern in eine positive Richtung. Und wenn ich will, kann ich zwischen den Gedanken auch schon die Energie von Stille spüren. Okay, das war schon mal eine kleine praktische Übung, wie es geht, wie komme ich da dran. Ich benutze also meine Gedanken, um in diese innere Welt zu kommen und da erschaffe ich die Gedanken und verstärke sie. Vielleicht ist es euch schon so gelungen, vielleicht ist aber auch Folgendes passiert, dass trotzdem bla bla bla, tralala, irgendwelche Gedanken oder aber das. Das beschäftigt mich jetzt nun doch und wie gehe ich denn damit? Ah ja, still, ich soll einen guten Gedanken jetzt erstellen. Okay, also vielleicht war das auch ungefähr in der Richtung. Macht nichts. Wie ich ganz am Anfang sagte, ist Beobachten schon ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Dann habe ich aber zumindest, bin trotzdem schon mal Meister meiner Gedanken, weil ich sie mir angucke. Ich weiß, was in meinem inneren Reich vor sich geht. Ich bin nicht mehr unbewusst. Und zu dem Unbewusst möchte ich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ich habe das kurz vorher schon angedeutet, dass man sich oft, wenn man eigentlich die Zeit hätte, etwas für sich zu tun, dann oft diese Zeit dann auch noch totschlägt, sage ich jetzt mal, oder füllt mit Eindrücken von außen, Radio André oder irgendetwas in der Richtung mache oder sehr in Handlung komme und mich ablenke. Warum passiert das? Weil ich nicht gelernt habe, mir selbst zu begegnen, mir wirklich diese Zeit und Wertschätzung zu nehmen, was könnte denn da auftauchen in mir? Ich muss mich meinen eigenen Gefühlen stellen oder sie konfrontieren. Und deswegen ist es so wichtig, sich klarzumachen, welche Wohltat das ist. Was ist die Wohltat von der Kraft der Stille? Warum ist es wichtig, sich die Zeit zu nehmen und schauen, was passiert wirklich in mir, welche Gedanken laufen. Also wenn ich gute Gedanken habe, geht es mir einfach gut. Da geht es mir besser, als wenn ich schlechte Gedanken habe. Das kann jeder verstehen. Aber es gibt auch viele, viele Gedanken, die einfach unnötig sind
oder viele Gedanken, die sich mehr auf andere beziehen oder auf die Politik, auf die Weltsituation. Und wir sind jetzt selbst, sind jetzt sehr in einer weltweiten Belastung, wo man ganz viel darüber nachdenken könnte. Und viele Dinge muss man sich auch für sich ordnen, um damit zurechtzukommen. Aber nehme ich mehr Zeit für mich selbst. Und wenn ich verstehe, warum das so wichtig ist, dann tue ich das auch. Das ist mein eigener Entschluss, das kann niemand anderer für mich tun. Das muss ich schon selber tun. Wenn ich verstehe, ich bin zufriedener, ich lerne mich besser kennen, ich kann Dinge besser unterscheiden, um sie dann zu entscheiden. Und mein Leben kann ich deswegen immer besser selbst gestalten. Und egal wie es außen ist, ich bestimme mein Leben. Und selbst in der schwierigsten Situation, wie es in diesem Volkslied heißt, die Gedanken sind frei. Darüber kann ich immer herrschen. Da kann niemand etwas tun. Niemand kann meine Gedanken verändern, außer ich selber. Und natürlich gibt es viele Einflüsse von außen, aber etwas damit zu machen, liegt bei mir. Ich bestimme, was ich reinlasse und was auch nicht. Und je mehr ich von innen nach außen meinen Geist, meine Gefühle, meine innere Welt fülle mit kraftvollen, positiven Gedanken, umso weniger haben negative Einflüsse Macht über mich. Und das ist eine sehr, sehr gute Errungenschaft, wenn ich das schaffe. Und es ist zu schaffen, es ist nicht so schwierig. Also das sind die Schritte. Gedanken beobachten, Gedanken auswählen, sich Zeit zu nehmen, wirklich in diese guten Gedanken überhaupt reinzugehen. Ja, jetzt wollen wir nochmal die nächste Übung machen, um das auszuprobieren. Ohne Strom läuft nichts. Da sind wir nämlich beim zweiten Thema, wie man die Kraft der Stille noch verstärken kann. Und auch in unerwarteten Situationen ja, nicht die Ruhe verliert und weitermacht oder das macht, was dann richtig erscheint. Wir haben vorhin davon gesprochen, dass es wichtig ist zu verstehen, wer bin ich? Wer erschafft überhaupt die Gedanken, dass ich diese Lebensenergie, die Seele bin? Aber was wir im Raja-Yoga auch machen, Yoga heißt wie gesagt Verbindung und die erste Verbindung ist die Verbindung zu sich selbst. Aber ich brauche einen Hauptstecker. Ich brauche einen Stecker, wo Kraft nachkommt. Denn die Seele hat auch an Kraft verloren. Also wie der Computer, der ist nicht unendlich in seiner Kapazität. Der braucht Nachschub. Der muss ans Hauptkraftwerk angeschlossen werden. Und dann kommt die Kraft wieder. Und was ist jetzt in dem Zusammenhang der Hauptstecker? Und wie gesagt, Verbindung ist erstmal zur Seele, aber auch nach oben. Es gibt eben auch ein spirituelles höchstes Kraftwerk und Energiequelle oder Quelle, wo wir uns wieder aufladen können und wieder Kraft holen können, weil das brauchen wir. Denn manchmal sind unsere Erfahrungen so, dass wir auch manchmal ausgelaugt sind oder die Probleme uns einfach überfordern oder überwältigen. Und dann ist es kein Wunder, dass dann ganz viele Gedanken kommen, Gefühle kommen, alte Erfahrungen tauchen auf, alte Gedankenmuster, Erfahrungsmuster bis hin zu Traumas. Und genau dafür brauche ich dringend Kraft und die hole ich mir von der höchsten Quelle. Wie mache ich das?
Die ersten Schritte sind wir schon gemeinsam gegangen, Gedanken zu sortieren, sich als Seele sehen, aber jetzt sich auch mal zu lösen von der weltlichen Atmosphäre, die einen ja ständig umgibt. Und deswegen auch sich Auszeiten zu nehmen, wo ich das überhaupt üben kann. Weil wenn ich mal mitten in einem Geschehen bin, wo plötzlich etwas ist, wo ich sofort Kraft brauche, um das zu üben, ist es gut, die Gewohnheit zu erschaffen, sich eben vorher schon Zeit zu nehmen, immer wieder, dass ich dann, wenn eine Situation kommt, dann diese Erfahrung darauf zurückgreifen kann und sie einfach machen kann. Das heißt, ich bin jetzt hier in diesem Kostüm, was Gudrun heißt in meinem Fall, und eures heißt anders. Es ist entweder weiblich oder männlich, alt, jung, was auch immer. Das sind alles Attribute des Körpers. Aber ich, die Seele, bin weder männlich noch weiblich, noch alt noch jung. In dem Sinn bin einfach ein Licht. Kraftwerk, ein Lichtpunkt, eine Seele. Und genauso gibt es auch ein Hauptkraftwerk, auch eine Seele, die uns immer wieder nährt und vor allem mit ganz viel Liebe. Und dazu löse ich mich sozusagen von der physischen Atmosphäre und stelle mir vor, ich gehe in meine geistige Heimat, die gibt es auch. Genauso wie wir ein physisches Zuhause haben, haben wir Seelen auch eine geistige Heimat, ein geistiges Zuhause. Und dort ist diese Kraftquelle immer, wir sagen auch die höchste Seele, die immer gebend ist, immer liebevoll, immer nährend. Aber dazu braucht es auch meine Bemühungen, mich überhaupt dahin zu begeben. Meine Gedanken stellen die Verbindung her, aber ich muss wissen, wo. Wo geht mein Geist hin? Und mein Geist, um zu dem spirituellen Kraftwerk zu kommen, erhebt sich weit nach oben, jenseits des physischen Universums. Und dann bekomme ich dort in meine Kraft der Stille, in die Kraft der Seele, Nachschub, Energie. Und das hilft mir, auch mit Situationen umzugehen, die mich an sich überfordern. Und ich habe selbst viele Erlebnisse, wo es ganz wichtig war, wo ich mich nach oben gewendet habe, jetzt kannst nur du helfen und kannst du mir die Kraft geben. Und das muss auch geübt werden. Und das können wir jetzt auch zusammen ausprobieren. Ich begebe mich noch einmal in meine innere Lichtwelt der Seele. In meinen inneren Frieden mit dem Verständnis, dass der Frieden immer da ist. Egal, was für andere Gedanken noch auftauchen mögen, ich fokussiere mich immer wieder auf die Seele, die ich bin, den Frieden in mir. Und dann gehe ich im Geist weit nach oben für eine Reise durchs Universum. Der Geist ist frei, kann so weit reisen, wie ich möchte. Und hier bin ich jetzt in einer höchsten Atmosphäre des Friedens, jenseits des Universums, der Welt, der Stille, der Welt des Friedens. Hier spüre ich schon, wie eine magnetische Kraft, die mich anzieht mit so viel Liebe. Und ich komme dieser Quelle näher
Und es kommt ein ganz warmes Gefühl von unendlicher, reiner Liebe zu mir. Das ist das, was ich brauche. Das tut mir gut. Und damit fülle ich mich wieder an. Vielleicht erlebe ich auch jetzt schon Momente der Stille, der Ruhe, die ich mit hier nach unten in diese physische Welt mitnehme. Denn dies ist eine sehr nährende Stille, eine sehr, sehr liebevolle Energie. Und ich nehme mir jetzt vor, in meinem Alltag immer wieder mit dieser Auszeiten zu nehmen, um mich zu verbinden mit mir und auch mit dem höchsten Kraftwerk. Om Shanti. Ja, vielleicht lassen wir es für heute auch da stehen. Es gibt noch ganz viel dazu zu sagen, aber eins ist sicher, dass auch diese Verbindung sehr viel Heilung bewirkt und mir Mut und Kraft gibt, meinen Alltag wirklich gut zu bewältigen. Also ich kann nur jedem zu empfehlen, das immer wieder auszuprobieren. Noch einen Tipp, den ich vorhin noch sagen wollte, ist, wenn es nicht so klappt, die Gedanken zu kontrollieren, aber ich möchte etwas tun für mich, dann ist es auch hilfreich, sich ein Heft zu nehmen, was man nur für diese Dinge benutzt und einfach mal aufschreibt, welche Gedanken da sind und dann aufschreibt, welche Gedanken tun mir gut. Und dann wähle ich einen Gedanken aus und das kann es etwas leichter machen, da anzufangen und in diese Gewohnheit zu gehen, weil Gewohnheit macht mich dann zum Meister, es immer und immer wieder zu tun. Ja, damit möchte ich es auch für heute abschließen und begebe jetzt an Martin beziehungsweise an Fragen. Ihr könnt Fragen stellen, denkt, dafür ist noch Zeit. Ich habe eine Frage. Du hast sie gerade schon so fast beantwortet, aber da möchte ich nochmal nachhaken. Und zwar hast du ganz am Anfang oder ziemlich am Anfang gesagt, wir sollen uns Gedanken aussuchen, die uns gut tun. Nun gibt es ja einen Unterschied zwischen dem, was mir gut tut und dem, was ich gerne mag. Also ich mache mir jetzt mal ein ganz plattes Beispiel. Wenn ich jetzt an eine Sahnetorte denke, weil ich die so gerne mag, also das tut mir nicht unbedingt gut. Oder was schlägst du vor, um das nochmal zusammenzufassen? Was schlägst du vor? Was sind Gedanken, die mir wirklich gut tun? Gedanken, die die Seele nähren. Gedanken, die meine Qualitäten stärken. Die meine innere Kraft stärken. Die Sahnetorte, die kann ich deswegen essen, wenn ich denke, ich brauche das unbedingt oder auch nicht. Das ist, die Frage, weil manchmal sagt man das so, ja, ich möchte mir was Gutes tun und dann macht man etwas, was zum Beispiel den Körper gar nicht so gut tut. Aber da kann man dann auch unterscheiden, ist es jetzt einfach nett in der Gesellschaft oder brauche ich das jetzt trotzdem nicht? Kann ich dazu stehen, dass ich jetzt keine Sahnetorte möchte? So, ne? Aber wirklich ein guter Gedanke ist zum Beispiel auch, ich, die Seele, bin kraftvoll. Ich finde eine Lösung für jedes Problem.
Nicht? Und wie gesagt, wir könnten in all die Dinge noch tiefer reingehen. Es gibt ja auch die Speicherungen im Unterbewusstsein, die mir einreden, nicht kraftvoll zu sein und nicht liebevoll zu sein. Und überhaupt ist es ja schwer. Das gilt es anzugucken, zu ändern. Ja, aber was ist denn, wenn diese ruhigen, positiven Gedanken immer wieder wegsausen? Das tun sie. Was macht man bloß dagegen? Immer wieder, was machst du, wenn du Fahrrad fahren lernst? Okay, wenn es erst einmal nicht geklappt hat, jemand hält erstmal hinten den Sattel. Ne, so ein Meditationskommentar ist auch so, da hilft jemand. Aber dann musst du einfach immer wieder aufsteigen und plötzlich merkst du gar nicht, dass der ja gar nicht mehr hinten festhält. Mir ging das so. Oder beim Schwimmen ging es mir so. Ich habe im Bodensee das Schwimmen gelernt und da hat mich jemand so am Badezug festgehalten und ich habe gepaddelt und dachte, oh, das ist schön, die hält mich ja fest. So, ne? Und dann habe ich gar nicht gemerkt, die hielt mich schon lange nicht mehr fest. Und dann habe ich Schwimmen gelernt. Ja, klassische Situation. Ja. Also ich kenne, vielleicht kennt ihr das auch, dieses gab so einen Wetterfrosch. Wetterfrosch in einem Glas, auf einer Leiter und wenn der Luftdruck hoch ist, also wenn es großen Druck gibt, dann ist der unten und wenn es wenig Druck gibt, dann klettert der diese Leiter irgendwie hoch. Daran kann man erkennen, wie das Wetter wohl werden wird. Was ich sagen möchte, ist, wenn es also hohen Druck von außen gibt, dann ist es schwierig, diese Treppe hochzulaufen. Also mir gelingt das tatsächlich nicht immer so gut. Da gibt es so viel Attraktionen an anderen Gedanken, da ist es schwer, so diese erste Leiterstufe zu erklimmen. Aber da hattest du ja den Vorschlag mit dem Buch. Man soll sich da was aufschreiben und Gedanken sozusagen so fokussieren auf das Positive. Ja, da gibt's natürlich verschiedene Mittel und Methoden, wie man sich helfen kann. Das ist eins, um wirklich die Gedanken zu klären, so, ne? Aber manchmal, also mir geht's auch so, wenn ich irgendwo drin bin, dass ich auch manchmal ganz was anderes mache, was ich gerade gemacht habe, so, ne? Statt mich hin so und grübeln über eine Situation und wie machen wir das, wie planen wir das und so weiter, mal völlig, völlig loszulassen. Loslassen ist auch ein Zauberwort. Loslassen. Ne, einfach mal sich zu sagen, ich lasse jetzt völlig los von dem ganzen Thema, von dieser Überwältigung und mache ganz was anderes. Und sei es auch diesen Spaziergang, ne, dass ich mal raus an die frische Luft gehe, das tut sowieso immer gut. Und sagt man ja nicht umsonst, ich brauche mal frischen Wind um den Kopf oder irgendwie so in der ähnlichen Weise. Da einfach mal was anderes machen, als ich sonst nicht immer weiter dran hängen an dem Problem. Loslassen. Hm. Hier gibt es einen Beitrag. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Wenn ich gedanklich in die Stille gehe oder in den Frieden oder die Liebe oder das Glück oder in die Kraft, beobachte ich meine Gedanken. Und schaue, welche spricht mich jetzt am meisten an. Dann schaue ich, wie gut es mir tut, wie es mich anfühlt. Also das ist diese Beobachtung, wovon du ja auch gesprochen hast. Einfach mal sich selbst beobachten, welche Gedanken, welche Gefühle sind jetzt gerade in mir. Und ja, es geht noch weiter. Dann gehe ich gedanklich in den Austausch mit diesem Ozean der Stille und spüre diese Energie und das lädt mich auf. Ich entspanne mein Geist wird klarer. Dann kann ich loslassen, um bei diesem Stichwort zu bleiben. Ja. Was ich gut daran finde, ist, dass nicht immer jede Energie mir gleich hilft. Man hat verschiedene Phasen und ich kann mir noch so viel sagen, ich bin friedvoll, dann kann es sein, dass es nicht klappt. Und deswegen finde ich es ganz schön, diese Palette, die jetzt, wer auch immer das geschrieben hat, diese Palette, was brauche ich jetzt gerade? Nicht? Vielleicht
kann ich auch sagen, ich bin voller Energie und kann jetzt gerade nicht in den Frieden reingehen. So, vielleicht ist das erstmal das, was ich aussuche. Ich bin voller Energie und ich gestalte jetzt was Schönes für mein Leben. Oder die anderen Beispiele, die genannt worden sind. Und dann kann es sein, dass ich dann wieder leichter in den Frieden zum Beispiel zurückkehren kann, weil ich mich erstmal gefühlt habe, was Wichtiges ist, sich fühlen. Wo bin ich eigentlich gerade? Ist es eigentlich möglich, sich etwas einzureden, was man eigentlich total ablehnt? Also wenn man jetzt gerade sehr zornig ist und dann soll man diesen friedvollen Gedanken haben, das funktioniert doch eigentlich nicht, oder? Hat das irgendwie eine Auswirkung, wenn man das trotzdem macht? Auch eine gute Frage. Also meiner Meinung nach funktioniert das auf diese Weise oft nicht, weil Ärger verdrängen erschafft Druck und das tut nicht gut. Also genauso wie wir ganz am Anfang gesagt haben, die Gedanken beobachten, aber nichts machen damit, wirklich nur beobachten. Und wenn ich nicht akzeptiere, dass ich gerade zum Beispiel zornig bin, werde ich es kaum schaffen, in den Frieden zu gehen, weil den Verdrängen nützt nichts. Aber die andere Seite ist, wenn ich das akzeptiert habe, dann kann es schon auch sein, dass ich es erstmal nicht fühle, friedlich zu sein. Dann sieht es vielleicht so aus, ja, ich habe mich jetzt gerade mächtig geärgert. So. Diese Akzeptanz gibt schon mehr Raum. Und jetzt bemühe ich mich darum, immer mehr in den Frieden zu kommen. Das heißt, ich baue die Leiter so auf und gehe nicht plötzlich von heiß nach kalt oder umgekehrt so, ne? Sondern ich baue mir das auf. Aber Akzeptanz ist ein ganz, ganz wichtiges Mittel. Egal, was das ist. Auch eine Situation zu akzeptieren. Kann die andere nicht ändern. Jetzt habe ich gerade was verstanden. Also ich, dass man nicht von eiskalt auf heiß stellen kann, sondern man muss sozusagen Zwischenschritte einlegen. Okay, jetzt sind wir soweit. Jetzt hätten wir noch ein bisschen Zeit für die Abschlussmeditation, die ich von dir, Gudrun. Ja, und du hast jetzt ungefähr so 6 Minuten Zeit dafür. Ich gehe jetzt noch einmal in das Bewusstsein, Seele zu sein, in meinem Körper, meinem Kostüm. Die Seele ist Licht. Die Seele ist Frieden. Die Seele ist leicht. Ich, die Seele, bin Meister über diesen Körper, Meister über meine Gedanken. Ich bestimme die Richtung und mein Wohlbefinden. Und ich lerne jetzt ganz geduldig mit mir selbst umzugehen. Vielleicht kann ich nicht immer sofort die innere Ruhe erfahren, die Stille. Aber ich kann immer wieder meine Gedanken ordnen und mir immer wieder wenige gute Gedanken aussuchen, die Seele nähren, der Seele gut tun. Ich bin ein wertvolles Wesen. Ich bin einzigartig. Mich gibt es kein zweites Mal auf dieser Welt. Ich lerne diese Wertschätzung immer wieder zu verstärken. Und ich bin nicht alleine. Ich kann mir jederzeit die Kraft von höchster Stelle holen.
Und je mehr ich erstmal in meine Seelenqualitäten gehe, von Frieden, Liebe, Reinheit, so leichter ist es, sich mit der höchsten Energiequelle zu verbinden. Das mache ich jetzt. Ich öffne mich innerlich dafür. Für diese reine Energie von unbegrenzter Liebe. Und diese Liebe tut mir so gut. Ich fühle mich geborgen in dieser Liebe. Und das macht es leichter, mir auch im Alltag vorzunehmen, immer und immer wieder diese Verbindung herzustellen. Und je mehr ich in meine innere Stille gehe, in einen ruhigen Gedankenfluss, umso leichter wird mir das gelingen. Denn so wie die Sonne immer da ist und strahlt, so ist die höchste Seele auch da. Aber den Stecker muss ich selbst reinstecken. Jetzt bedanke ich mich für diese wunderbare Verbindung, die mich leicht macht und zufrieden. Danke und Om Shanti. Mit diesem Om Shanti komme ich wieder hier in diese Ebene zurück. Nehme mir vor für meinen Alltag, das immer und immer wieder auszuprobieren. Om Shanti. Heißt, ich bin eine friedvolle Seele.